Die Fußball-WM ist in vollem Gange und alle sitzen ganz gespannt vor den Bildschirmen und fiebern mit ihrem Team. An den Autos wedeln die kleinen Fahnen. Alle Männer sind ein bisschen heiser, weil sie den Abend zuvor so stark ihr Team da angefeuert haben. Ja, der Grill lief auch ganz heiß. Ist ja gewaltig, was für eine Euphorie diese Großveranstaltung auslöst. Da sprach der Richter: Angeklagte, Sie bestreiten also nicht, Ihren Mann während der Fußballübertragung erschossen zu haben. Sagt sie: Nein, sagt er. Was waren dann seine letzten Worte? Da gibt sie zur Antwort: schieß doch, du alte Pfeife! Achtung, ihr Männer, was ihr da in eurem Fußballrausch so alles rausbrüllt, kann gefährlich werden. Fakt ist, dass bei dieser Fußball-WM es am Ende nur einen Sieger geben kann. Oder anders gesagt, es gibt ganz viele Verlierer. Und wenn du all dein Geld auf ein Team gewettet hast, ja, dann ist die Chance relativ groß, dass du alles verlierst. Ja, wie gehen wir denn eigentlich mit Niederlagen um? Weil im Leben, da gibt es ja vielleicht mehr Niederlagen als Siege. Bist du total zerstört, wenn dein Team verliert? Oder wenn du bei einer Prüfung durchfällst, versinkst du dann voll Mitleid am Boden und kannst nicht mehr aufstehen? Oder wenn du im Leben versagst, verdammst du dich dann selber? Weißt du was? Gott ist der Gott des Sieges und der deine Niederlagen zum Sieg verwandelt. Gott ist der Gott der zweiten Chance und es gibt nichts, das du tun kannst, dass du nicht mehr zu ihm kommen darfst. Gott möchte dir zum Sieg verhelfen, ja sogar zum Sieg über den Tod hinaus. Das ist gewaltig. Gott ist sogar dann treu, wenn du untreu bist. Also mit Gott kannst du am Ende nur gewinnen. Und ich möchte mit einem Zitat schließen, das ich einfach ermutigen soll. Weil Gott mir aufhilft, können Niederlagen mich nicht niederlegen. Zungenbrecher. Suche Gott. Er verwandelt deine Niederlagen in Siege.